kennt ihr den eigentlich? Von Marlon. Das ist einer der besten Freunde von Marlon. Jessic war mit uns im Urlaub zusammen in Ibiza. So habe ich ihn halt relativ gut kennengelernt. Und ja, das war, also ist ein sehr, sehr guter Freund von Marlon. Ich glaube, er hat eine Zeit auch mit Sidney zusammengespielt bei Hertha U23. Ibiza Eli. Da, in dem Sommer habe ich ihn kennengelernt. Das war so vor, ja, fast 2 Jahren jetzt. Wo war denn der? Na, oh. Du hast mich. Drei. So. Oder? Hä? War er an dem Tag? Ja, doch. Ah, hier. Guck mal, so. Jetzt kann er wieder da reingesprungen. Oha, das sieht doch noch jünger aus, finde ich. Da hatte er noch eine 66 im FIFA. Digga, das war so lustig. Digga, das war. Willi, wenn du noch im Chat bist, ich schwöre. Das war so geil. Die Story ist eigentlich so. Digga, wir waren in Ibiza und da war noch so mit Corona und so. Du konntest nicht einfach in Clubs gehen. Deswegen, es war nicht so einfach zu feiern. Und. Aber da haben halt Leute Hauspartys gemacht. Und wir sind zu so einem Kollegen hingegangen. Also den kannten wir nicht. Einfach so random haben wir irgendwo kennengelernt. Und der meinte zu Willi und Sidney, die sollen alle möglichen, alles, ne, alle Frauen anschreiben, die sie kennen und irgendwo mal angeschrieben haben und was weiß ich. So, dann haben die da wirklich, die haben alles organisiert, die haben da so viele Frauen hingeschickt, ne, das war full. Da waren so viele Frauen und dann waren die da, als die ganzen Frauen gekommen sind, meinte dann der Veranstalter, dass wir gehen müssen. Weil die wurde abgesagt wegen Polizei, bla bla bla. Dann sind wir halt runtergegangen und es ist aufgefallen, wir sind die Einzigen, die irgendwie gegangen sind. Und da war auch nirgendwo Polizei. Aber wir waren halt schon alle so ein bisschen angehackt. Und da dachten wir, hä? Digga, hier ist irgendwas faul. Hier ist irgendwas faul. Ja, Chat, ich habe damit nichts zu tun. Das war Willi Sidney. Melina vertraut mir, ich mach nichts. So. Und auf jeden Fall sind wir dann rausgeschickt worden und die haben uns verarscht. Die haben uns sozusagen eingeladen, damit alle Frauen kommen. Und als dann alle Frauen da waren, wurden wir sozusagen weggeschickt. Und dann war Willi so sauer, dass er dann einfach die spanische Polizei gerufen hat. Also er hat dann die Party wirklich gemeldet. Das war so geil. Hier müssen wir da gehen. Für den Tag? Tag 3 ist das hier, ne? Ja. Tag 3 war Quatsch mit Soße. Guck, Polizei, aber da war nirgendwo Polizei. Das ist aber erst später aufgefallen. 3 war Quatsch mit Soße bis jetzt. War Quatsch ohne Ende mit Soße. Digga, das war echt mit sehr viel Soße bis jetzt. Wurde die Party jetzt beendet? Ja. Die meinten, die Polizei kommt. Hello, I can't sleep, muss ich sagen. Hola, mi Niklas. I have a big problem. You speak English? I don't know. Sorry. Das war's dann nicht, oder was? Er hat einmal die spanische Polizei gerufen. Stell dir mal vor, du hast wirklich einen Notfall. Und dann rufst du die an und du kannst kein Spanisch. Das war's dann, ja, okay, nice. Stell dir mal vor, du hast wirklich einen Notfall. Problem, you speak English? I don't know. Sorry. Das war's dann nicht, oder was? Party, no habla español. Big party, my neighbors. Party, brum. Where is the party? Es puet. Problem is competence of the Catalan police. Okay, yo. Yeah, okay. Bye, bye. Yo. Polizei kannst du ja auch. Hola, señor. I have big problems with my neighbors. Every time party, yeah, music, loud music. You call 112. Yeah, okay. Yeah, okay. Hola, I have a big problem with my neighbors. I called the second time because they make a party. They make in a house. Yeah, in a house. And I called the police 2 times and they didn't stop. Where are you now? In Palma? Ibiza. In Ibiza. Ibiza City. No, in Es Puet. Very loud party. Okay, Can Martinez is from Santa Eulalia. Okay, yeah. So I give you a telephone number and you phone. Digga, was macht man, wenn man stirbt? Da hat man ein richtiges Problem, Digga. Hola, señor.
I have a big problem with my neighbors. They make a party and it's too loud. I want to stop it. It's too loud. I call the police second time. Ich fand es auch so geil, wie er da dran geblieben ist. Er wollte unbedingt, dass diese Party nicht weitergeführt wird. Er wollte es unbedingt. Da ging kein Weg voran. Wie hartnäckig ich auch bin. Ich schwöre, Digga, du hast da 4 verschiedene Polizei, keine Ahnung, wo du da alles angerufen hast. I have to work tomorrow. Okay. Have my name? Paolo. Your phone number. 0 1 7. Dann hat der Omelz nochmal gegeben. That's your phone number? Yeah, that's my phone number. I want to sleep, senor. Por favor. Thank you. Was war's dann? Thank you. You coming? I say thank you. Okay, okay. Gracias, gracias, senor. So ADHS haben, Digga. Ich verstehe es nicht. So schlimm. Ich hab's vergessen, dass du da warst. Ich sag euch ehrlich, das ist nicht. Ja, Ibiza. War eigentlich lustig. Digga, auch das hier, ne? Da sind einfach Sydney und ich liegen geblieben. Warte. Ey, wir brauchen jeden einzelnen KMH. Dem aufs Gas. Geht nicht. Geht nicht. Amen. Digga, das ist jetzt scheiße. Kam die Polizei? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat Willi alles getan. Mach mal den Motor an. Digga, wir sind einfach, das wird uns keiner glauben. Digga, wir sind da, wir hatten kein Benzin mehr. Ich dachte, ist es nicht so, wenn Benzin leer ist, dass man noch so 30 Restkilometer hat? Das dachten wir. Und Ibiza ist nicht an jeder Ecke eine Tanke, wie hier in Karl oder irgendwelchen Städten in Deutschland. Und da sind wir einfach stehen geblieben. Und das erste Auto, was da ankam, war einfach ein Hombre, der Typ, der, ohne Witz, der ist auf alles im Leben vorbereitet. Der hatte da einen verfickten, also guckt euch das mal an. Ja, guckt. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was passiert dann, wenn... Fragt immer noch, ob wir was kriegen. Sorry. Sorry. Was? Was soll hier reinpusten? Das Tankloch? Mal gucken, was jetzt Roche sagt, da kommt kein Wort Englisch. Digga, unangenehme Situation irgendwie. Wie viel? Du sollst warten. Si, Papi, Mumianio. Aber Ehrenmann, wirklich. Digga, in Deutschland. Wie dünn das sind denn noch aussieht, ne? Peter vorbeigetragen. Ja, wäre nicht mein Problem. Geh doch einfach mal danken. Wie dieses Auto aussah. Wie das Auto aussieht. Digga, das hat Jessic gemacht, ne? Jessic ist gegen so einen Pfeiler gefahren. Wir hatten einfach keinen Tank. Und da ist einfach so, dann, Digga, ich würde Angst haben, dass ich entführt werde oder so, ne? Das Auto war auch ganz krank. Junge, ich hätte so Angst vor uns. Jetzt mal, wie sehen wir denn aus? Ich weiß, was wir machen sollen. Ja, Diesel. Diesel. Diesel para el coche. Pero tengo que ir. Y echar, hay que chupar. Aquí yo. Y yo a ti en tu coche, en tu car. Yes, but how does it come pero from? Pero falta una goma. What is that? Yeah, no hay goma aquí. But where's the, wo ist Tankstelle? Hat der Diesel dabei? Ach, do you have diesel? Es mío, diesel. De la máquina, machine. Pala. ¿Me entiende? Ey, dass wir auch einen abbekommen haben, der aber so einen Schlauch hat und so. Digga, was hier gerade passiert, ist nicht mehr normal. Okay, ahí, quieto. Okay. Okay. Ich hab dann irgendwas gehalten. Junge, ungelungen. Espera. No puedes moverlo. What? Du tienes que estar quieto, así y quieto. Okay. So? So? Ich weiß, was ich mache, Chad. Ich weiß, was hier passiert. Ahora. Ich hab so... Digga, das ist der Wahnsinn, ne? Vamos a probar un poco más. Finish? No. Chat, Digga, er hat einfach die ganze Zeit mit uns Spanisch geredet. Er konnte nichts auf Englisch und wir konnten nichts auf Spanisch, dass das überhaupt funktioniert hat. Dass das Ding überhaupt ging. Wir hatten Diesel. Also, dass er auch Diesel. Ihr wisst nicht, was passiert ist. Momo, ist. Ja. Wir sind.
Wir kommen gerade vom Shooting und Tank ist einfach leer gegangen und zittert nicht. Die seit 30 Minuten ungefähr. Und kommen nicht voran. Und dann ist hier der Ehrenmann einfach vorbeigefahren und hat uns was. Wie sind wir da hingehen? Tank ist einfach leer gegangen und zittert nicht. Die seit 30 Minuten ungefähr. Und kommen nicht voran. Und dann ist hier der Ehrenmann. Hat er was bekommen? Ja, wir haben ihn, ich weiß nicht mehr, wie viel wir ihm gegeben haben. Einfach ich glaube sogar, es auch ein Video. Und hat uns was von seinem Tank gegeben. Und wir mussten das so mit so einem Schlauch. Was passiert hier? Was passiert hier? Doch, doch, das geht. Mucho. Hey, der Mann tranquilo, ist so vorbereitet. Tranquilo. Er ist vorbereitet. Sieh. Als wenn er seinen ganzen Tag... Ja, warum hat er einen Trichter dabei? Warum hat er so einen Schlauch dabei? Er hatte so eine Dieseltanne mit. Ungelogen, ich habe sowas noch nie gesehen. Ne? Wir müssen dem Mann Geld geben. Sidney, wir müssen den... Ich gebe dem Mann ein Elevate-Shirt und gebe dir 1000 Euro. Guck mal, ob das Ding anspringt. Mama. No. Mira, quita y dal, mira. Muchos gracias. Digga, das ist so unangenehm. Nein. Ey, wir kommen hier nicht weg, Freunde. Wir sind irgendwo und nirgendwo. Ich dachte, das hätte gereicht. Lass den Mann ran da. Hey. Ich schreie runter, ich sag's auf einmal. Eli, ich kann nicht mehr rein. Der Tank ist leer. Wir sind noch runtergerollt. Guck mal da hoch. Wir sind hier noch runtergerollt, Freunde. Ey, das ist aber Diesel, ne? Also er hat uns Diesel gegeben. Ich weiß nicht, das sieht aus wie Wasser, was er dann... Warum hat er denn Diesel in sein scheiß Auto? Warte, Mutschers... Gib dem Mann alles, was er will. No, gib ihn noch von mir. Gib ihn noch von mir. Gib ihn noch von mir. Gib ihm noch was von mir, Digga. No. Thank you. Thank you. You are, was heißt retten? Ah. You saved your life. You saved your life. Digga, ich schwöre. Also, ich sag jetzt was, ne? Ich sag euch jetzt was. Ohne Witz, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so funktioniert hätte. Und das ist kein Front, das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Bro, in anderen Ländern, die Leute sind einfach ohne, ich bin froh, in Deutschland zu wohnen, aber die nur dieses, die sind so offen und so, die sind so nett. So, Digga, das war, Chat, das war der Erste, der, ihr seht es im Video, das war der Erste, den wir da gesehen haben. Der Erste. You saved your life. Er war so cool, ne? Wie er uns auch so umarmt. Die Story eigentlich, ne? Wie, es ist so krass. Ah, das war so geil. Das war wirklich geil. Das war wirklich... Ohne Witz, falls ihr wirklich mal so Langeweile habt, ihr müsst euch mal so von uns allen so die alten Urlaubsvlogs angucken. Die Urlaubsvlogs sind immer eigentlich mit das Coolste. Urlaubsvlogs sind immer so mit das Geilste, was es gibt. Immer geil, immer so auch gut gelaunt, alle zusammen und so. Das ist schon ganz lustig. So, wenn man Langeweile hat. Ich weiß gar nicht. 1,7 Millionen Aufrufe hat der Lachs auch schon. Ja, war wirklich cool. Der Mann, der euch mit dem Auto gerettet hat, sieht aus wie Eli in 20 Jahren. Eli wie der Papa, der immer alle wecken muss. So ein Ehrenmann, die Welt braucht mehr Menschen wie ihn. Ich schwöre. Er war so cool. Er war so geil. Mykonos Vlog schon fünfmal geguckt. No hay problema. Ahora corriendo gasolinera. No deis mucha vuelta, gasolinera ya. Vale? Alles gut. Gracias. Hasta luego. Venga. Gracias, amigo. Es ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und ich hab alles auf Pfand, Freunde. Hey! Es war der größte Zufall, den es gibt. Ich sag dir so, wie es ist. Warum? Er hat einen Diesel. Da ist ein Kanister mit Diesel, wo man rauspumpen muss. Wie geht das? Warte. Gasolina. Corriendo Gasolina. No deis mucha vuelta. Yeah. 3 minutes. Espacio. Ja, fahr langsam, Digga. Er ist so glücklich. Digga, er ist so cool gewesen. Er ist auch so glücklich über das Geld gewesen. Wir fahren jetzt zu irgendeinem Laden. Leo. Ah, Leo. Da waren die auch so hacke, ne? 21 Chewabchichi, danke für den Sub. Die Pussycat Dolls!
Stimmt, da wurden wir wirklich von der Polizei angehalten auf den Weg. Polizei, Spanien, auch kein Spaß, nein. Sofort los. Falsch geht. Top Qualität hier wirklich. Top Qualität hier wirklich. Top Qualität. Super. Super. Die Rüstung Römern. Top-Qualität. Top-Qualität hier wirklich. Top-Qualität. Super. Very nice. Think anyone that you want, you can change in your mind. Natürlich. Ich hab da gar nichts mehr mitbekommen, der Digga, der hätte mir da alles erzählen können. Der hätte mir da alles erzählen können, Chad. Ich hab da überhaupt gar nichts mehr mitbekommen. Der wollte mir irgendeinen Zaubertrick zeigen. Ich so, ja, passt. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Karte der mir da gezeigt hat. You hide? Yes, so. Yes. Any guard? Yes. Here, I put only one looking down. Okay. Only one car, they are looking down. Okay. What car are you thinking? Five hertz. Five hertz. So here, five hertz. Only one that has to be looking down, like I tell you. Only one car is on the deck. Guck mal, Willi, die ganze Zeit, was er hat sich da mit irgendjemandem unterhalten. Ich weiß auch, da war so eine, der hat sich mit so einer deutschen Mutter oder so unterhalten. Die war, achtet mal drauf, was Willi sagt. Hard. So here, five hard. Only one. That had to be. Hard. So here, five hard. Only one that had to be looking down, like I tell you. Only one car in on the day. Boah, das Steak war sehr gut. Da stand Gemüse und Kartoffeln und so, was ist das? An alle da draußen, hört nur meiner Stimme zu. Ihr habt das Beste verdient. Ganz viel Liebe geht raus. Nehmt eure Freundin in den Arm. Nehmt eure Familie in den Arm. Genießt den Tag zusammen. Seid ihr selber. Glaubt an eure Träume. Und dann könnt ihr alles schaffen. Mit ganz viel Liebe. Was, sind denn da noch Fußballprofi in Ibiza? Ja, oder? Ich weiß gar nicht. Hidix, Phoenix, Odi, Hallenmeister, danke für die Subs. Das war vor ungefähr 2 Jahren, Chat. Das war vor 1 Jahr und 9 Monaten. War er dann noch Profi? Ich weiß es nicht mehr. Mit einer Menge Fantasie könnt ihr genau jetzt hier sitzen an diesem Tisch. Freunde, er ist nicht betrunken. Nur Wasser. Aber ihr müsst euch eins im Klaren sein, dass es auch nur falsch geht. Das ist Cola. Muss noch mehr Cola rein. Cola. Nee, Cola. Hey Eli, geht's dir gut? Hey Eli! Schmeckt! Also, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr Prime Sub da lassen. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach so einen Sub da lassen. Ja. Kostet zwar 5 Euro, aber ihr könnt einen Sub da lassen. Ja. Und falls ihr halt Amazon Prime habt, könnt ihr uns sonst den da lassen. Ja, das ist geil von dir. Und abonniert den Kanal kostenlos. Stark. Ja. Sonst so. Und das hat funktioniert. Wir hatten den Sub-Rekord. Also in dem Jahr. In dem Jahr haben wir dann den Sub-Rekord gebrochen. Ja, sorry. Wie war da der Pegel 1 bis 10? Ich weiß gar nicht mehr. So. Aber ich bin immer so einer, der ist immer so, also wenn ich trinke, das ist ja nicht so oft Chat, ne? Wenn ich trinke, ich will auch keine Empfehlung, achte schon drauf, dass ich mich nicht komplett abschließe. Ich muss sagen, beim Chris Brown Konzert war ich schon gut dabei. Bei dem Ding würde ich sagen, so eine 7. 7 ungefähr. Normalerweise tendiere ich aber immer so eher zu so einer 5, 5,5. Nick mit 5 Gifted, Kuss.
Vielen lieben Dank für die 5 Gifted. Waren wir nicht bei TikTok Reaction? Ich bin falsch abgedriftet. Und Wasser! 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 Nachspülen! Oh, Memo! War das der Vlog, wo Sidney einen taktischen machen wollte und du dann auch musstest? Ja, das kannst du dich auch nicht zeigen. Winker, Winker, Winker! So, ich weiß nicht mehr, wie viel der Tag ist. Vierter oder... Er macht es immer, wenn er besoffen Tag. Ist. Wir fahren jetzt nach Hause. Oder? Mitgenommen! Ich weiß, was ich mache! Ey, Ahmed. Hey, hey. Yeah, yeah. Einer sagt, warum sieht Ahmed aus wie Borat? Einfach. Doch, wenn ich jetzt Eli seine anfasse. Seine sind scheiße, ne? Doch, die sind guck, darf ich deine anfassen? Aber als du an seinen gelutscht hast, die Wanne nicht. Die nur riechen. Guck mal. Guck mal. Das sind Nippel. Die sind irgendwie so ein bisschen nass. So, okay, geh mal rein. Fass mal meine an. Ja, wir haben vielleicht Flächen. Wer macht denn da Prime-Video an? Wo kommt das? Ey, wenn ihr Prime, mach mal so ein Prime-Up. Könnt ihr gerne hier umsonst ein Abo da lassen. Ey Leute, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr... So. Ja, an dem Tag habe ich die Challenge gemacht. Das mit dem taktischen war... Hier war das, stimmt. Das war... Ja. Ich kotze gleich ins Meer. Der sitzt irgendwas. Es gibt einen Kotzitz. Ja. Weg. Weiter. Aber ich sage euch eins, Ibiza, also die Insel, ist keine Empfehlung von mir. Viel zu teuer, gibt coolere Places, wo ihr hingehen könnt. Für weniger Geld und mehr Spaß auch. Also, Ibiza fand ich, war es nicht so. Der mit den Leuten war es cool, aber der Ort war es nicht. Langsam muss mal durchgespült werden. Dann gehört auch mal die Zahnbürste in den Mund. Ja, ja. Okay. Alter, das sieht mir echt viel, viel dünner, ne? Was? Ich hab's noch. Schon. Ich muss das Beste für die Allgemeinheit. Alles gut. Er muss selber kotzen. Ja. Nicht gezwungen? Ne. Einfach freiwillig? Ja. Um den Magen durchzuspülen? Das war so ein dummer Übergang, ne? Da hab ich ihn beim Kotzen gefilmt und musste dann selber kotzen, weil es so eklig war. Auch hier. Mit Marlon. Digga, was ist das für ein dummes Bild? Woher habe ich denn dieses Dreckskissen? Sydney, ich bin falsch abgedriftet von TikTok Reactions zu Ibiza Vlog. Das ist echt lustig. Sich alte Vlogs angucken, wirklich, wirklich lol. Wirklich verulgt. Bis jetzt gab es 3 Urlaubsvlogs von mir. Einmal Mykonos, einmal, also 3 große. Und dann mit Melina halt diese kleineren, öftere, kleinere. Mykonos, Ibiza. Und, ach, L.A., ne? L.A. gab's auch, aber L.A. ist, war kein ein großer. Beides hat Vor- und Nachteile. Hm.
Das war echt lustig. So viele Bulldreher. Das war echt. Der Hombre war der beste Digga, der Typ, ne, mit dem Auto. Sydney, hast du das noch auf dem Schirm, wie random das war mit diesem Hombre? Ich habe mir die Stelle vorhin nochmal angeguckt. Digga, also. Unglaublich. Wie er dich auch umarmt, um so zu umarmen. Guck mal. Er hat uns geholfen, Digga. Es ist so krass. Du hast zu ihm gesagt, du hast dein Leben gerettet. Wirklich. You saved your life. Gib dem Mann alles, was er will. No. Gib dem Mann alles, was er will. Timo. Flavor Dave und Onga Bonga dafür die Subs. No, gib ihn noch was von mir. Gib ihn noch von mir. Gib ihn noch von mir. Gib ihn noch was von mir, Digga. No. Thank you. Was heißt retten? Ah. You saved your life. Actually, Luca, danke für den Prime seit Monat. Sollen wir Mykonos noch rein? Habe ich jetzt irgendwie auch Bock. Da habe ich Willi kennengelernt, Chat. Mykonos Vlog habe ich Willi kennengelernt. Hier. Das wissen gar nicht mal so viele. Da habe ich Willi zum ersten Mal. Digga, das beliebteste Video auf meinem Kanal ist eine Fußball-Challenge mit Sydney, Willi und Marlon. Vor ein Jahr, 2 Millionen Aufrufe. Kreta-Urlaub mit Melina. Das war das erste Mal, dass ihr Melina so richtig gesehen habt. Weil ihr das immer vorher unangenehm war. Aber wenn du so als Außenstehender. Aber sie. Aber du spielst es halt nicht. Melina wollte immer nie. Also sie hatte Angst, dass ihr sie ärgert. Melina wollte immer nie. Digga, ich spiele mit der immer Tennis und ich schwör's dir, die Frau gewinnt immer gegen mich, ne? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Melina wollte immer nie in den Videos sein, weil sie Angst hatte, dass ihr sie ärgert. Wegen ihrer Stimme und auch irgendwie wegen ihrem Aussehen. Sie hat immer so, ich weiß auch nicht. Sie ist nicht selbstbewusst. Sagen wir es mal so. Melina ist nicht selbstbewusst. Ja, falsche Stimme. Passt. Aber es ist jetzt dunkel. Wir haben 20 Minuten oder so gespielt. Wir kommen die nächsten Tage wieder. Aber mit dem Falschgeld macht es auch nicht so viel Sinn. Mit dir auch nicht. Ja, dann jonglier doch mal. Mehr als 5. Die hat einfach gegen mich gewonnen, ne? Scheiße. 5, 6. Au! Guck mal jetzt, ich zeig den Trick. Aber du siehst eigentlich aus wie eine Tennisspielerin, finde ich. Sieht wirklich aus wie Wimbledon-Anwärterin. Attila, danke für den Sub. Der Shorts und so. Du siehst aus, als wenn du Wimbledon oder so spielst. Aber du spielst es halt nicht. Ja. Kannst du mal aufhören damit, mein Gott. Also, Statement von Eli, der Eierkopf. Lass knacken. Ich wollte nur sagen, dass ich weiß, dass meine Stimme manchmal nervig klingt. Dass es sein kann, dass sie in diesem Vlog noch nerviger klingt, wenn ich fröhlich oder aufgeregt bin. Und ich wollte nur sagen, ich habe mir die Stimme nicht ausgesucht. Ich finde sie eigentlich nicht so schlimm. Du hast eine coole Stimme. Ja? Lass dir nichts sagen. Ich wollte nur sagen, wie Mickey Mouse. Bitte verschont mich mit den Kommentaren, dass meine Stimme... Sit in Discord und Mykonos rein. Ja, kann ich gleich machen. Voll wie eine 12-Jährige klingt, oder dass sie nervig ist. Ja, also Freunde, sie ist hier auf YouTube das zweite Mal. Sie kennt es gar nicht. Ich bin hier immer mit einer Cam. Ach, das zweite Mal war sie auf YouTube. Ich weiß nicht, wo sie davor. Ich wollte einen Vlog haben und das ist wichtig. Bitte respektvoll umgehen und wir sind auch nicht so 24-7 wie in den. Also ich schon, ich bin da ein bisschen lost. Aber sie wollte euch sagen, dass das sie nicht die ganze Zeit. Ach, Digga, Sommer ist das Leben einfach viel besser, ne? Ich schwöre, es ist einfach so. Meiner Meinung nach. Nicht, weil du, also Urlaube natürlich, ganz anderer Vibe, aber so auch im Sommer, du läufst so abends durch die Gegend mit einer Shorts. So diese Grillengeräusche vielleicht auch. Diese Dinger. Und dann läufst du, ist angenehm, so eine Brise. Ach, ist einfach so. Sommer ist das Leben einfach cooler. Das ist auch, die Leute sind auch besser drauf. Vielleicht sind deswegen hier so viele so angepisst und so verbittert. Also, oh, no joke, ist mir in vielen Ländern bis jetzt so aufgefallen. Vielleicht, weil ich auch immer im Sommer da bin und in Urlaubsorten, weil eh Urlaub ist so, ne? Und die besser gelaunt sind. Aber ich habe das Gefühl, ich selbst bin auch besser gelaunt im Sommer. Dragonfighter, Ludima Kyuru, danke dir auch für den Sub. Kuss geht raus. Im Sommer 8. Stunde bei 30 Grad Mathe, Arbeit ist aber nervig. Das stimmt. Aber wenn du die Arbeit dann geschafft hast und abends dann auf dem Balkon sitzt oder so oder abends mit deinen Freunden irgendwie rausgehst und du chillt, ist geil. Lol.
nochmal wichtig. Sie mag euch alle, aber sie hat auch manchmal so Phasen, sag ich mal, wenn sie die Kommentare liest, da geht's ihr dann nicht so gut, wenn jemand sie so ein bisschen dumm anmacht. Und die werden von mir auch übrigens alle blockiert. Ich bin dann... Ihr Noten, ihr werdet blockiert, wenn ihr was gegen Melina sagt. Gewohnt, beleidigt zu werden, so im Internet, das ist jeder, der in der Öffentlichkeit steht, da gibt's immer Leute, die dich beleidigen. Danilo, danke für 5. Wenn du so als Außenstehender im Videos drinne bist und dann so jemand was schreibt, das trifft einen dann vielleicht schon härter, sage ich mal, und ist auch nicht cool. Sie ist auch nicht so die ganze Zeit in den Videos, wie gesagt, sie ist die ruhigere von uns beiden. Und ja, das mit der Stimme, da finde ich, da gab es jetzt schon mal so ein paar Sprüche, das finde ich nicht cool, findet sie auch nicht cool. Ich mag auch ihre Stimme, deswegen bitte keine Scheiße verbreiten, nichts Gemeines schreiben. Sie versucht auch oder versucht mich ja auch die ganze Zeit zu unterstützen, das wollte ich mal so gesagt haben. Aber auch nochmal wichtig zu sagen, sie mag euch auch alle sehr, es gibt auch sehr viele, die ihr... Ja. Deine Freundin ist der reinste Jackpot. Sie ist mega sympathisch, sieht toll aus und wirkt total berufsfertig. Danke, Bro. So, kannst du auf der Stopptour irgendwie. Wasch, danke für den Zappen. Tag 1. Freunde, ich weiß nicht, ob man mich hört. Edi Geller ist momentan in Athen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich habe jetzt 2 Flüge hinter mir. Ich habe ganz genau 0 Minuten geschlafen. Da habe ich zum allerersten Mal mit so einer richtigen Cam gefilmt und ich hatte so Stress. Ihr kennt mich ja mit Sachen Technik. An alle, die im Flugzeug schlafen können, ihr habt ein Rad ab. Sydney Friede, der Knecht, wird mich in einer Stunde abholen. Ich fliege jetzt nach Mykonos und danach weiß ich nicht. Wie geht's dir denn? Da war Sydney noch bei Hertha. Ich weiß noch, ihr habt irgendwelche verrückten Läufe gemacht und hat Training mit irgendwie so einem komischen Typ, der Bundesliga-Leute trainiert. Ja, shit. Ich glaube, es wird ganz drauf. Ja, das glaube ich auch. 3 Jahre, der Beste. Freunde, wir haben es geschafft. Edi Geller mit 0 Minuten Schlaf. Kilogramm Ibens, lieber Dank für die Subs. Na, mein Bester. Spaß, alles gut. Digga, wer hätte gedacht, dass wir dann bei Delay Sports landen zu dem Zeitpunkt. Eigentlich krass, ne? Wie sich das so alles entwickelt hat. Bro, das war vor 3 Jahren. Damals gab es kein Vita-Welt. Damals habe ich nicht mal auf Twitch gestreamt. Ich habe nicht mal an Twitch gedacht. Da gab es kein Elevate, da gab es kein Delay, da gab es kein Fokus, da gab es gar nichts, Bro, zu dem Zeitpunkt. Bei dir? Denkst du? Alles klar? Was ist denn los? Was ist denn los? Junge, die ist übertrieben gut. Gab's es schon den Botschafter? Nein, Digga, so weit weg. Den Botschafter gibt's noch gar nicht so lang. Mein Adidas-Vertrag, den habe ich seit August 2022. Digga, das ist 4, 3, 7 Monate, Digga. Ich bin erst seit 7 Monaten Botschafter. Digga, ist Marco Fono. Der ist doof. Klar. Ja. Junge! Der Vlog so wackelig gedreht, ja, das war mein erstes Mal. Könnt ihr nicht irgendwo sparen bei irgendwas? Was denn? Guck mal ihren Auto an. Ja, nehmen wir G-Klasse. Nee. Wie schlecht die Aufnahmen sind, ne? Vergisst du heute? Nicht mal scharf, Bro. Hä? Was film ich denn da? Jawohl, jetzt. Ah, wie geil. Eigentlich ist man ist beim Urlaub da, um zu entspannen. Nee. Aber es ist der Gruppenzwang, Freunde. Wenn du mit Profis in Urlaub fliegst, ich komm an, ich denk, ja, lass uns erstmal essen. Ich komm an, die kommen mir mit, lass laufen gehen. Lass laufen gehen. Damals waren die alle noch in also, Bro, Maike war da noch bei Hamburg, U23, Sydney war bei Hertha, John war noch bei Hertha. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, Willi hat zu dem Zeitpunkt bei Sonnenhof Groß Asbach gespielt. Ich dachte, wäre ein Joke, aber... U21, ja. Guckt euch den mal an. Ja, ich komm mit euch laufen. Sieht aus wie ein Witz. Mit Kamera. Nein, das soll ein Intro werden. Freunde, Edi Geller geht jetzt laufen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich danach drauf bin. Ich weiß nicht, ob es fokussiert. Sieht so lost aus, wenn du selber filmst. Doch, das geht. Lass mich in Ruhe. Ich wusste doch nicht, dass ich hier im Trainingslager bin mit euch. Keiner zwingt dich. Ja, ich weiß nicht, ob ich mitlaufen soll. Die hat mich hier fast rausgeschmissen. Mein Bruder hat recht. Mir ist doch scheißegal. Was hast du denn überhaupt? Puls gut. Freunde, ich bin hier, um Urlaub zu machen. Das ist das Problem, wenn man mit Profis in Urlaub fliegt.
Die gehen jetzt laufen, Digga, die meint's ernst. Die gehen jetzt laufen. Das Problem an der Sache ist, dass ich mitlaufen gehe. Ja, wenn du dann an der Story sehen möchtest, dann aussehe. Friede, halt dich durch. Nee. Alter, wie dünn Sydney war. Wenn du dann an der Story sehen möchtest, dann aussehe. Friede, halt dich durch. Digga, auch deine Beine, Sydney. Und dein Oberkörper. Ey, du bist auch Profi. Damals war ich E-Sport-Profi, ja. Er war so richtig schlaksig. Ach, gar keine Wampe. Wie viele Kilometer war das? Digga, ich hab keine Ahnung. Ich bin abgebrochen nach irgendeiner, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich die letzten Meter, also die letzten Kilometer, ich glaube ein, zwei Kilometer bin ich gelaufen und die sind voll locker gelaufen. Also ich bin nicht Fuß zu... Gelaufen halt, ne? Nicht gejoggt. Wir wurden kontrolliert, Chat. Ich konnte den ganzen Tag nicht aus dem... Ich konnte den ganzen nicht aus dem Weg gehen. Na, der hat schon nachgelassen. Ich hab weiß, ne? Der Typ ist am Beißen. Da kam er wieder. War das Prime 80 von der Form her? Nee, überhaupt nicht. Da war ich nicht in Form sogar. Oh, Beine, lass mich in Frieden. Da habe ich ein bisschen zugenommen in dem Sommer. Halt dich durch. Eli ist am Beißen. Der Typ ist am... Oh, Beine. Ja, da war ich ein bisschen dicker. Aber nicht so definiert. Ich hatte meine Prime war ein Jahr davor, ungefähr. Ich habe nach meinem Kreuzbandriss übertrieben zugenommen. Weißen. Mit härter Trikot her. Aber im Trikot sieht man halt ein bisschen breiter aus. Also. Scheiße! Wir waren gerade laufen. Illegaler hat sich's verdient. Ich sage euch ehrlich, wir waren so gechillt laufen. Ich bin als erstes durchs Ziel gegangen. Ich hatte halt so ein bisschen Arme und so ein bisschen Brust, aber überhaupt nicht definiert so, ne? Also. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für dich auch, aber was soll ich euch sagen? Ja, hä? Why the fuck you lying? Ich mach jetzt. Digga, ich mach. Wie los? Guter Kater. Oh, oh Mann. Oh, wir arschen da. Eli, kannst du stehen? John, wie war Elis Performance? Nicht enorm. Und ich bin auf dem ersten Platz. Ich bin gerade auf dem ersten. Hinter mir niemand. Nein, nein. Nicht enorm. Anfang warst du gut mitgegangen, aber berghoch war ja, dann ging, dann ging bergauf. Du bist nicht gewohnt. Dann ging bergauf und bergauf ist das Ende. Guck, zum Beispiel so eine Sachen hier, so eine Story-Chat, das fand Hertha nicht lustig. Die meinten unprofessionell, lösch das, bla bla bla. Ist halt mein Humor gewesen, so, ne? Ist ja nicht mal schlimm. Ich sag mal so, Miro Klose war auch ein Spätzünder. Ist ja nicht mal, also, weißt du, wisst ihr, was ich meine? So eine Sache. Musst du mal vorher aufpassen. Nein, nein. Nicht enorm. Anfang warst du gut mitgegangen. Und sowas halt die ganze Zeit. Dann ging bergauf. Du bist nicht gewohnt. Dann ging bergauf und bergauf ist das Ende. Das ist hässlich, Digga. Also Urlaub mit Freunden oder mit Freunden oder Familie oder so ist schon sehr geil, ne? Ist schon coole Vibes. Leon, Yunus, Official und Hardy, danke für die Subs. Freunde. Also ohne Witz, ich sehe da tausendmal jünger aus als jetzt. Was alles so der Bart ausmacht, ne? Also Real Talk, ich habe jetzt ja Bart und das macht einfach so viel aus. So ein bisschen Bart macht übertrieben viel aus. Damals habe ich immer so wirklich komplett glatt. Seht ihr ja. Aber irgendwann im Laufe des Vlogs wird sich das ändern. Freunde, wir gehen jetzt gleich los. Ich weiß nicht wohin. Wohin gehen wir? Perfekt. Da gehen wir hin. Ich hoffe, es wird nicht zu voll. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Freunde, Abstimmung. Sieht Jordan Bruder Junior aus wie Jordan? In meinen Augen 1:1. Nur, dass Junior noch 10-mal breiter ist. Abstimmung jetzt unten rein. So mies breit. Du bist so mies breit. Sind ja auch mies breit. Ja, gut so, Melina. Use the phone engagement, say it, Eli. What is on when they will engage it? Yes, where's the better one of space station? Da war das, ist der Meme mit Mykonos Cola. Wir konnten nicht überall die Kamera mitnehmen. Das ist voll dumm, dass wir mit Kamera gefilmt haben. Mit Handyqualität, mit einem guten Handy, ist mittlerweile fast die gleiche Qualität wie mit so einer, also nicht ganz, ne, aber reicht vollkommen aus. Und du kannst nicht einfach mitten immer den ganzen Tag mit so einer Handycam durch die Gegend, mit so einer fetten Kamera durch die Gegend, weil die auch Akkus verbraucht und so, ohne Sinn. Das wäre so geil sonst, ja. Freunde. Ach, stimmt. Digga, wir haben nie die Abende hochgeladen, ne, wegen, weil ihr da noch alle Profis wart. Der erste Abend ist vorüber. Kann ich nur sagen, dass ich
Stopp, bitte. Eingeschnappt. Freunde, ich sage euch ehrlich, ich bin schon ein bisschen angenockt. Sagen wir es mal so. Es war ein harter Abend. Genauso hart wie mein nicht vorhandener. Obwohl, Digga. Ne, okay, ne. Ne, ist nicht vorhanden, okay, ist nicht vorhanden. Es geht, Leute, es geht, es geht, es geht. Was ist das? Warum bist du so, warum guckst du so? Weil du hast ein Problem. Zuckung, weißt du, Zuckung. Digga, was? Digga, so eine Maschine, ne? Also er ist immer mit Junior, immer mit uns halt durch die Gegend gelaufen. Junior war mit uns und das ist einer der besten Freunde von Junior. Digga, so eine Schränke. Man sieht es bei Junior nicht, aber Junior ist auch übertrieben breit und groß. Bro, weißt du, wie ich da durch die Gegend gelaufen bin? So, Freunde, er ist erwacht. Wir gehen heute zu Nusret. Also, wenn das nicht krass ist, Nusret, dann hat der Mann ein Problem mit mir. Sag ich euch ganz ehrlich, was da immer so für Stories gemacht werden. Hallo, Manni! Guck dir mal dieses tote Wesen an. Guck dir mal dieses tote Wesen an. Eli Geller. Junge, ich bin so frisch. Willi kam erst nach dem dritten Tag oder so dazu. Ich will dich mal deine Apfelhaare an. Ekelhaft. Ich bin nicht einfach tot. Ekelhaft. Aber ich merke schon so, da in dem Vlog, so, ich wusste nicht ganz genau, was ich alles filmen soll und was nicht. Man merkt es mittlerweile, checkt man, wann man, wenn man was filmt und was so aufgenommen werden sollte, bla bla bla. Das war so dumm. Da, an dem Tag kam Willi. Da habe ich Willi zum allerersten Mal in echt gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich da gesagt habe. Da hat er auch noch andere Haare. So lang gegen die Scheiße. Es hat übertrieben lang gedauert, ne? Sowas wäre guter TikTok-Content für hier Willi Sydney. Das Ding würde viral gehen, aber sowas von. Das ist auch geschnitten wie ein TikTok. Ramos! Das war mit Absicht. Also war wirklich mit Absicht, ne? Real Talk. Gänsehaut.
Freunde, wir sind da, wir gehen jetzt zu Nusret. Wenn das Teil keine 10 von 10 ist, dann kriege ich einen richtigen Nervenzusammenbruch. Also wenn ich mich daran erinnern kann, war der erste Besuch so eine 8, 8,5, irgendwie sowas. Und der zweite, als Willi, Sydney, ich glaube Michael und ich, wir sind nochmal zu viert oder zu fünft dahin gegangen. Bro, das war unglaublich. Das war Sonnenuntergang. Da saß, vielleicht ist es auch hier noch drin. Was denn da? Ja, ja. Du schneidest mir nachher mein Steak. Du schneidest nachher mein Steak. Das war auch für mich das erste Mal, Chat, ohne Witz, zu dem Zeitpunkt. Also die haben, das war für mich das erste Mal, dass ich so einen Luxusurlaub hatte. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so viel verdient. Und da muss ich wirklich sagen, bei dem ganzen Ding hier hat Jordan, ich weiß gar nicht, Digga, 80% bezahlt oder so vom ganzen Urlaub. Villa habe ich nicht wirklich viel dazugegeben, ein paar hundert Euro. Essen wollte Jordan immer bezahlen. Wir haben dann auch immer ein bisschen dazugegeben, aber nicht so viel. Und das war so krass für mich, das erste Mal so ein Luxusding mit einem eigenen Pool, war ein Infinity-Pool, fette, das war ja so ein fettes Anwesen auch. Wir waren immer krass essen. Ich weiß gar nicht, ob wir auf einer Yacht waren. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, das war in Ibiza. Auf jeden Fall war es immer teuer. Auch so abends rausgehen und so. Das kannte ich vorher nicht. Das war voll krass. War für mich auch so ein neues Ding, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so viel... Also ich konnte es mir nicht wirklich leisten. Nicht ganz. Ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mit Hertha und YouTube... Ich hatte zwei Einnahmequellen. Hertha und YouTube. Ich würde sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt so 5.000, 4.000 brutto verdient. Hab ich mir cooler vorgestellt. Schaber, Käse und Emanuel, damit kommt nicht so, in echt ist das ganz anders, Leute. Erstes Ding, Freunde, ist dieser Burger. Der war krass. Ja. Das war auch krass. Hä, das ist voll gut, bekomme jetzt 3-4 brutto. Ja, ist gut, aber mit so einem Gehalt kannst du, das ist schwierig. Ich glaube, die Rechnung da hat über 3.000 gekostet. Die Villa hat, glaube ich, auch 15 oder so oder 10 oder so gekostet. Digga, da abends feiern gehen, wisst ihr, was da los war? Da war Mindestverzehr 2.000, 3.000, sonst konntest du da keinen Tisch haben. Und das 6 Tage oder so, rechne dir das mal hoch. Dann hier nochmal essen gehen, da nochmal essen, das hat schon reingeknallt. Fandest du in London genauso lecker? Melina Mykonos war besser. Ich glaube, weil die Qualität da anders ist. Hey! Ja, ja, ja! So ein Brutzler. Brutzler von Wiesenhof. Aber ich sag, Freunde, ihr braucht nicht viel Geld ausgeben für guten Urlaub, ne? Falls es jetzt hier irgendwie so rüberkam. Ich habe einen der besten Urlaube meines Lebens mit Melina gehabt. Ich kann euch da wirklich Griechenland empfehlen. Ist wirklich nicht so teuer. Klar, bezahlt ihr Hotel. Aber ihr könnt auch ein Airbnb, also ihr könnt da ne, ein bisschen drauf achten, aber so in, rein theoretisch könnt ihr in Griechenland ein nicht so gutes Hotel und dann da die ganze Zeit rausgehen. Das Essen ist billig, generell die Strände kosten dort eigentlich nichts, also wir waren immer so an Stränden. Kreta, absolute Empfehlung. Ich empfehle euch da einen Mietwagen, das wird ein bisschen teuer, vielleicht ein paar hundert Euro, aber wenn ihr das so zu, als Gruppe, als Vierer-Jungs-Truppe oder so, kostet ein Mietauto da 400-500 für eine Woche, macht ihr da einen Huni rein und dann ein Airbnb oder so und dann läuft der Lachs. Türkei auch, ja, Türkei ist auch gut. Türkei ist auch günstig. Ägypten ist auch günstig. Gibt so ein paar, Kroatien ist auch nicht so teuer. Gibt viele Sachen, also ihr müsst nicht viel Geld ausgeben, um einen coolen Urlaub zu haben. Versteht das nicht falsch. Drauflegen, damit es räuchert. Mietauto ist erst ab 22. Ach, wirklich? Okay. Scheiße. Ach so. Komm mal ran, dann mein Fazit. Also Freunde. Egal, kleines Fazit. Ich bin kein Weihnachtsmann, ihr wisst es, ich verteile keine Geschenke. Aber ich muss sagen, das war das krasseste Fleisch, was ich je gegessen habe. Da war alles gestört, die Buletten waren saftig, das Filet war böse. Guck mal, wie die Cam einfach nie fixiert, ne? So schlecht. Die erste 10 von 10, die ich verteile und damit so unterschreibe ich das Ding auch. Was sagst du denn? Ja, das Ding ist, der Mann hatte Druck. Der hatte Druck? Der Mann hatte Druck. Der Mann hat 15 Digga, Millionen gekostet. Digga, er stand 22,7. Ne, 22,6. Hä? Was ist das denn? Wie steht man denn um Elite? Ja, Mann. 22,6. Ja. Nein.
Doch. 22-7, er hat noch ein Spiel. Ach so, nein. Doch. Er stand, der Mann stand 22-7 mit dem Rücken zur Wand und hat das aber gespielt, Digga. Und das Mann, der Mann hat das zu Ende gespielt. Also wirklich. Damals noch 30 Weekend-League-Spiele, cool gewesen. René, danke für den Fünfer. René, sowas mache ich immer morgen, die ganzen Reactions zu den Spielen, wo ich spiele. Sega, Types, danke für die Subs. Das war safe eine 10 von 10. War meine erste 10 von 10, die ich, glaube ich, verteilt habe. War echt krass. Muss ich wirklich auch nochmal sagen, in Mykonos, falls ihr irgendwie mal zum Nusret gehen wollt, in Mykonos kann ich euch sagen, lohnt sich, falls ihr dafür so viel Geld ausgeben wollt. Ist schon krass gewesen, das Essen da. Noch nie in meinem Leben so gutes Fleisch gegessen. Aber in Istanbul fand ich es nicht so gut und in London war es auch schlechter als in Mykonos. Aber London war gut. Nö. Ich glaube, im Sommer ist er immer Mykonos. Ich würde ja nicht sagen, dass ich Kopfschmerzen habe, aber ich habe Kopfschmerzen. Ich weiß nicht genau, was wir heute machen. Das steht noch in den Sternen. Ach, Digga, das ist so schade, dass wir die Abende nie filmen konnten. Die waren eigentlich mit das Lustigste. Wir haben mich da melden. Hast du gelernt, Körper? Was? Hast du einen Körper jetzt gelernt? Machen wir. Probier, das Wasser ist kalt. Es sind 32 Grad, Junge. Im Wasser? Nein, draußen. Du bist doch schwer. Wenn ich reinspielen würde, Digga? Guck mal, wie lang. Guck doch da, wie lang er ist. Ey, ich schwöre, nein. Mach jetzt. Ein Sprung. Die Hose unten. Die Hose unten. Es gibt ein Video von Willi. Zu eurer Information, Willi hat nicht bei uns gewohnt. Er kam erst später. Digga, die Story muss eigentlich Willi euch erzählen. Der Grund, warum er da war und sowas, ne? Also mit wem auch und sowas und wie das dann sich alles entwickelt hat. Willi kam dann erst später zu uns. Es gibt da ein Video von ihm. Digga, das war eins der lustigsten. Das war eins der witzigsten Momente, glaube ich, die ich erlebt habe. Ich hatte Bauchschmerzen, ne? Ich konnte nicht mehr, ich habe fast eingepisst. Aber ich kann es euch leider nicht erzählen, Chat. Scheiße, dass ich euch so das anteaser und dann nicht, aber es geht einfach nicht. Noch Kontakt zu Jordan? Ja. Ich bin jetzt bereit. Jetzt nicht so krass, okay. Aber wir schreiben ab und zu über Insta. War gut? War schlecht? Back in. Leute, wir fahren jetzt in die City. Ich fahre in die Stadt. Weiß nicht, ob das was wird. Inshallah. Inshallah. Aber es sieht schon so gut aus. So. Wie ein guter Fahrer sehe ich aus, oder? Siehst du, was damals schon ein scheiß Fahrer sind, ne? Ey, die sind gleich so wild, Mann. Bonita. Hey, guck mal, man fährt doch unten ins Wasser. Digga, das ist kein Problem. Du fährst nur Auto. Alleine, dass du dich freust, dass nichts passiert, dass kein Unfall ist oder so, es zeigt mir, dass du ein schlechter Fahrer bist. So, dass du es so auskosten musst. Zeigt es mir einfach. Mark Harty, danke für den Sub. Leute, er sagt ganz sehr, film mich mal, hä? So. Das ist das schwerste auszumachen. Boah, ich sehe nur diese roten Lichter. Ja, okay, links müssen wir auch. Bin ich mal gespannt. Mein Gott. Komm, Kostas. Theophanes, oh, gegangen. Auch einfach mal aufs Gras. Theophanes! Digga, hat der Weed genommen? Hey! Drive! No, look! Why? Look at it though. Hier haben wir auch mal Illegella im Bild. Leute, man sieht mich kaum, weil ich der Karre mache. Kamera. Sieht aus wie ein Tourist hier. Kamera. Irgendwie sieht er heute aber aus, als ob er sich das Brandenburger Tor angucken würde. Ich bin hier wegen den Sehenswürdigkeiten. Ein kleiner Touri. Ella. Guck mal, wie schlecht die Cuts sind, also die Aufnahmen. Von der Stadt, wir wissen gar nicht, was wir in dieser Stadt machen. Wir wissen nicht, also, da kam ja überhaupt nichts. Da ist gar keine Struktur drin. Da ist ja gar keine Struktur drin. Oh, da waren wir auch Hacke. Hier waren wir richtig Hacke. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da sind lackierte Helme her. Ja.
Alter, wir sind heute hier. Wir hatten ein bisschen was intus. Wir trinken ja nicht. Nee. Oh. Wir trinken ja nicht. Ach ja, wir mussten das immer so verklickern, dass ihr nichts trinkt. Der Mann ist gut drauf. Nein. Und also, meinte, ich meinte zu ihm, komm Eli, lass schwimmen gehen. Ja, wir gehen jetzt rein. Und auch rein, komm. Das ist Elias N97. Aber du springst auch rein. Ja, ich komm. Also, das ist jetzt ein klassischer Körper, wie man ihn aus dem Lehrbuch kennt. Mit einem nicht zu hohen Spritzer. Das ist wichtig, damit du schnell an die 100 Meter kommst. Was? Also. Wir hoffen, er kommt. Digga, dieses Trinkspiel hat so gekracht, ne? Wie heißt es nochmal, Sydney? Ihr werdet das safe kennen, das Spiel. Das ist wirklich mit diesem Spiel, da geht ihr so schnell bergab. Es hat mehrere. Wie ging das nochmal? Keine Ahnung, haha. Selbst wenn ihr das sagt, das war so bei einer 7. Wie war das denn? Das war so ein Kartending und bei einer. Man musste so eine Karte ziehen und bei einer 2. Darf man irgendwie zum Beispiel nur noch, muss jemand Automarken oder egal, scheiß drauf, Busfahrer kann sein. Wo man sich Sachen merken muss, aber das Spiel weitergeht. Zum Beispiel, ich ziehe eine 2 und dann heißt die Regel sozusagen, du darfst nicht mehr trinken sagen. Und immer wenn einer trinken sagt, dann musst du was trinken. Das ist so eine All-Time-Regel, das geht so die ganze Zeit. Dann ist der Nächste dran und zieht eine 3 und dann sagt man Wörter, die sich reimen und dann musst du immer und der verkackt, muss halt machen und es geht immer so weiter. Ich weiß nicht, wie es heißt. Kings Cup? Ich hab keine Ahnung. Das hat richtig schnell reingeschallert. Da wurde der Helm so schnell lackiert. So ein schneller Lackierer war da. Laub, danke für den Sub. Da haben wir den nächsten Der kriegt das auch gut hin. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht, weil sonst das will ich. Das ja nicht. Praxis jetzt ist immer das Ding, Körper und labern sich voll. Digga, Hilfe! Einfach geflogen. Digga! Hey! Was war das denn? Oh. Das ist Ring of Fire, ich weiß. Hey! Also, der Spritzer war nicht so hoch. Digga, was war? Bist du überhaupt abgesprungen? Zeig mir noch mal. Warte. Zeig mir noch mal. Da kommt gerade? Nee, doch nee, nicht. Nee, kein kleiner Kotzi, kein Kotzi wieder. Sag mal ehrlich, was wir jetzt mit dem Video schon wieder ein Kotzi. Ey, Leute, ich hab ein T-Shirt verloren. Ey, du gehst auch. Nick, bitte. Billy, wollen wir sagen? Nee. Easy. Easy, just jumped over, Jamie. Wir haben neuen Transfer, Freunde. Kannst du mal. But Bro, dass wir diese fucking Nuttenabende nicht filmen konnten. So, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war jetzt Willi sehr doll bei uns drin. Also, er war jetzt sozusagen, er hat mehr oder weniger bei uns gewohnt. Und da habe ich Willi so richtig kennengelernt. Und es hat direkt gefunkt, muss ich auch sagen. Wir haben uns echt so auf Anhieb direkt verstanden. Wir haben den gleichen Humor gehabt. Mal kurz vorstellen. Niklas, 22, ledig. Froh, dass ich hier sein darf und ledig. Immer weiter. Ich habe eine Idee, ich habe mir den Pool angeschaut. Also es muss, ich will ja kein Druck, aber es muss jetzt auch ein bisschen was sein, weil der letzte, sage ich nicht wer, der letzte Transfer, das war in Auerbach. Nein, das kann ich nicht. Okay. Verletze ich mich nur. Ich habe eine Idee, das Problem ist, ich habe keine Hose an. Also es fängt jetzt schon an mit den Ausreden. Ja, ich würde das in Boxershort machen. Der Kofferraum war geisteskrank, ja, der war wirklich krank. Der Kofferraum war wirklich krass. Ey, Sydney, das hast du nicht mitbekommen. Das war für mich einer der favorite Moments in diesem Urlaub, ne? Also, da hat Willi 20 Minuten mit sich selbst geredet. Weil der Mann wirklich sich den Helm lackiert hat. Und Junior war richtig angefressen, dass er nicht mit einer weiblichen Begleitung irgendwie was hatte dann an dem Tag, an dem Abend. Und dann hat Willi die ganze Zeit irgendeine Kacke geredet und ich habe die ganze Zeit mich kaputt gelacht. Und Junior musste uns beide nach Hause fahren, weil wir nicht mehr konnten. Ja, ja. Okay. Ja, du hast auch ein schönes ja. Gesehen. Ja. Kannst du dann auch der weiblichen Zuschauerschaft gesehen. Ja. Mit einem seitlichen Vorwärtshaltung mit guter Landung hinkriegen. Was nochmal? Ja, ich habe viele Ideen im Kopf. Natürlich habe ich. Erste Idee war Köpfer bis ans Ende. Ja. Aber es ist soweit. Also du wolltest den Körper bis zum Ende machen. Okay, dann sagen sie jetzt der Bahn seitlich sofort mit einer guten Landung, wie du das. Ja, probiere ich. Also ich kann nicht garantieren.
Digga, Willi hatte echt kein Bartwuchs so bis 22, 23 oder so. So gar nicht, ne? Musste sich rasieren mit 23? Nein, oder? Ist nichts gekommen einfach. John und Marc, danke für die Subs. Das ist so gar nichts. Enes, Kuss. Seitlicher Salto mit seitlicher Sattung. Wir sind wieder hier, Freunde. Unser Motor ist schon an. Handbremse ist unten. Gang reinlegen. Leute. Macht Sinn. So, und jetzt ganz langsam. Großer C. Jo. Auf geht's. Die Kurve sieht sehr eklig aus. Woppa, ey. Hat es einen Pieper? Nee, Nachtgefühl. Ja, Kurven sind immer eklig, aber sonst. Das ist Himmel, sonst alles sicher. Ja. Sonst alles sicher. Ja. Jetzt geht's wieder da vorne. Ich bin durch, Scheiße. Digga, jetzt mal ein Real Talk, ne? An alle Mykosionaner, alle die Leute, die aus Mykonos kommen, wie kann man hier leben? Es ist immer windig, aber nicht ein bisschen. Es ist der schlimmste Wind, den es gibt. Es war echt kacke an der Insel, so krass windig gewesen, so. Und dadurch wurde es auch kalt. Wenn es so 27 Grad war, Bro, mit diesem Wind, du wolltest nicht mal im Pool. Aber guck mal, das sieht geil aus. Making off. Das hier, so werden Insta-Bilder übrigens, so entstehen Instagram-Bilder. Amigos, adios, adios, Enzel, es el loco. Hola, hola, ¿qué tal? Quintal, Digga, sind wir in Spanien hier? Knäste. Du willst noch mehr aufzunehmen mit deiner Pac-Man-Hose, du? Das ist der Boxer-Schau, ich auch, ey. Das ist cool, sagst du. Lass mich mal in Ruhe. Ist der dumm. Wie ist gemütlich? Hey. Hallo. Ja, und sonst ist alles gut. Das ist was hingeflogen. Ich glaube, seitdem ich Sidney kenne, habe ich, glaube ich, so 20 Frisuren schon miterlebt. Tickst du das Atta alles, oder was? Mhm. Ja, das sieht dann alles. Ja. Dicker. Das ist Vertrauensperson, mach dir nicht ins Hemd. Treue mies nicht, ja. Ich habe Vertrag mit ihm. Treue mies nicht. Der Mann liegt alles. Hast du Vertrag? Nein. Ja, du kannst den Schick lang nichts. Er macht Scheine immer selber. Die erstmal eine Klatsche von mir. Mein Vater, kriege ich eine Klatsche und du kriegst auch von meinem Vater eine Klatsche? Und ich kriege eine Klatsche. Und aber auch. Zu viel. Oh je. Da kommt gleich ein Dramas, ja. Ist drauf. Ja. Erster Versuch. Ja, normal. Eingeheizte Situation, Freunde. Mike hat geschummelt, Mike hat John geschummelt. John, und jetzt ist jetzt hier angespannt die Situation. Die könnten mich eigentlich so knallen, ne? Atta und Corel. Digga, was die alles schon von Sydney und mir geschickt bekommen haben. Zusammen, Dicker. Nudes auch? Nee. Das geht doch gar nicht. Schau da mal hin. Hier. Bruder, mit der Schwester geht alles. A few moments later. Bruder, ich hab gar nichts gemacht. Junge, Bruder, hast du gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur gesehen, hätte doch nur Bruder, ich schwöre. Ja, ich hab, er hat sich reich gehabt, er hat die einfach nicht gesehen, was Bruder, er macht. Er hat schon mal durchgeguckt. Ich hab nicht durchgeguckt. Bruder. Mann, sowas konnte ich halt nicht so oft reinschneiden, ne? Oh, da hat sich aber gute Schultern. Schultern ist das A und O, ich sag's euch. Für einen coolen Arm, Schultern, A und O und Bräune. Gut gebräunt, gut Schultern. Noch verrückter, du weißt nicht mal, wer Atta ist. Ja, das stimmt. Ich hab Atta einfach noch nie in meinem Leben gesehen. Wir sind jetzt hier bei Sidney Friedlands Zimmer. What's up? Gut, warte mal, ja. Es ist 8 Uhr. Gleich kommt übrigens die Elevate-Entstehung. Es ist 8 Uhr morgens, ne? 8 Uhr morgens. Friede muss gleich laufen gehen. Ich lasse dich mal in Ruhe, ich glaube, der hat sich gerade einen runtergeholt oder so. Freunde, da ist gekommen, wo ich die ganzen Knechtkinder jetzt erstmal einschule mit 2 Kontakte. Da war sogar Qualität drin. Das ist magisch. Guck mal hier. Nein, ja, aber der war auch schwer. Der war schwer von dir. Wir brauchen, Digga, wir brauchen 5 Stück. Okay. Friede! Ich glaube, ich hab irgendwo anders hingeschickt.
Dile Sports Connect. 2 Stunden später. Junge! 5 Stück, sonst Eselstritte. Ich habe sowas immer gemacht, ne? Also nicht da, sondern so schon immer. Ich brauche immer so eine kleine Challenge. Ich weiß nicht, ob Timo noch im Chat ist. Als wir damals im Schwimmbad waren, mussten wir uns irgendwie, keine Ahnung, 50 Mal oder so den Ball mit einem Kontakt in der Luft hin und her spielen, mit so einem Ball. Und vorher dürfen wir nicht ins Wasser, egal wie heiß es ist. Pepe, Timo, ist einer von euch im Chat? Wo spielst du hin? Hä? So. Schon wieder kein Ball. Deiner war wieder scheiße. Let's go. Oh! Ja! Ja! Ja, Sydney! Oha! Oh! Wie? Hä? Das ist doch eine Technik. Ja! Ah! 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 Ich bin da, weißt du noch? Yeah! Pim, ich weiß nicht, ob du da auch im Schwimmbad, wir müssen erstmal 50 Mal hin und her spielen, bevor wir ins Wasser dürfen. Hey. Gar nicht. Hä? Oh! Ja. Ach! Ich hab mein So, Edi, gucken, oder? Hä? Achso. Aber verkackt. Scheiße. Ich glaub es nicht. Ist ein Scheiße. Aufschlaglos. Gute Qualität. Auf rechts, in rechts. Das ist Edi. Gasse Eli! Gasse Eli! Oh Eli! Kann ich noch nicht anspielen? Die Qualität hier. Oh, ist eklig, ja? Ey, mach doch! Hier ist Qualität drin in der Runde. Hier ist Qualität in der Runde. Oh, ich krieg mein Bein nicht hin. Geile Vibes, ja Mann, das war echt geil. Im Urlaub mit seinen Jungs, bei warmem Wetter. Gutes Standbild übrigens. Einfach so ein bisschen hochhalten. Du brauchst nicht viel. Du brauchst deine Kumpels und einen Ball. Da hat man schon Spaß. Ich bin hier verloren. Hier ist Qualität in der Runde. Sag mal, ich bin hochwertig. Boah, ich hab Eli an, ist ja dumm, aber kein Nacktklatscher. Das ist einfach. Rechter Fuß, so, der hat erst kurz gestruggelt. Boah! Wow. Mann, Junge! Eins! Guck mal, wie man Axel schmeißt. Ich wollte löschen runter. Warum ist das immer heiß? Weil ich doch in der rechten Links benutze. Hast du damals deine Beine rasiert? Nee, ich glaube, die waren einfach ein bisschen blonder wegen der Sonne. Hey. Ja, Digga, aber Sydney schiebt mich auch immer ab, der Knecht, und ich hab das Ding hier. Tauschen. Ja, dann kannst du ja die Bälle annehmen. Hey. Er schießt jedes Mal bei. Ich werde meine Kamera. Ja. Hey. Du bist dabei? Hey. Ja, du holst! Oh. Was war das? Digga, ich weiß auch nicht, Digga. Wir haben es aber übertrieben lang gespielt. Ja, die nehmen eigentlich so. Eli, die sind mir noch zu stark. Ich bin stolz auf dich. Aber guck mal, Jordan, gib mir Props, Sydney. Du gibst mir nie Props. Du hast immer nur gefrontet. Bis heute noch. Komm mal. Ja, Digga. Ja, Eli, was ich mache. Scheiß von Eli. Ja. Ah, ja. Oh, Jordan kann es nicht. Lass mal Eli. Sonst wirst du nicht besser, Herr Nice. Da war Nusret so lecker. Da waren wir noch einmal. Das war so lecker an dem Tag. How are you? Fine. Very good. And you? Fantastisch. Sehr gut. Hey, er hat unsere Story gesehen. Mit Champions League. Echt? Our little movie. Hä, hey, was hat er gesagt? Wo hat er gesagt? Er meinte, es ist lustig gewesen. Aber wo hat er das gesehen? Deine Story. Ach so. Ja, Mann, aber wie kommt er drauf? No, no. You wanna see my Champions League story? Der wollte, dass wir schon wieder so viel Geld ausgeben. Er sagt, pay 45.000. Der wollte uns wieder irgendwas verkaufen.
Der geldgierige Schlund. Hör zu, was er sagt. You wanna see my Champions League story? 45.000. Sieht viel besser aus. Baby, you know. Guck mal, wie schlecht ich da gefilmt habe, Bro. Wenn ich das vergleiche mit heutigen Vlogs, so, das ist krass. Auch so voll kontextlos so. Da war ja der Ibiza-Vlog rein von dem Content her, also wann ich was gefilmt habe, ja tausendmal besser. Oder die heute LA und so. Das ist krass, ne? Wenn man keine Erfahrung hat. Das war mein erster Vlog. Heute? Trotzdem gut angekommen, ja, weil es halt so das erste ist und die Leute es nicht schlimm fanden, wenn da irgendwas... Wenn ich heute so einen Vlog hochladen würde, würden voll viele sagen, ja, war ganz lustig, aber die erwarten ja heutzutage was. Wir wussten schon so, welche Sachen gut schmecken. Haben heute ein paar neue Sachen ausprobiert. Sushi. Fokussier doch mal. Aber es war mit Herz, Eli, das stimmt. 9 von 10 Sushi. Ja. Was haben wir noch gegessen? Sonst eigentlich nur das Klassische, oder? Sucuk hatten wir. Drin. War aber nice, weil es so hell war. War auch gut. Digga, da war alles. Also, Early, Freunde, egal, das ist. Was man bestellt, ist alles lecker. Das ist eine 10 von 10. So Early, eine 10 von 10 einfach. Das ganze Ding. Das war so krass. Also, wir mussten irgendwie Flüger zurücknehmen um 8. Und wir hatten die Option, entweder früh schlafen und dann halt so um 5 aufstehen und dann dahin. Aber Sydney ist der Wirt. Chat, auf deiner Schulter als er der Wirt. Von ihm kam dann die spektakuläre Idee, einfach durchzufeiern und dann ohne Schlaf mit Koffer einfach direkt zum Flughafen. Hallo, es ist 4.30 Uhr, Leute, ich kann kaum reden. Ich bin Kopf. Oh mein Gott, mein Handy. Ach, das ist dein Handy sogar kaputt gegangen. Mein Handy ist sowieso nicht kaputt, Mann. Oh Gott, Digga. Was, oh Gott, Handy? Oh Gott. Nicht kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, no! Digga. Eli, hast du das aufgenommen? Ich hab's auf Band. Vamos! Vamos! Digga, was macht er jetzt die ganze Zeit? Also, das ist jetzt ein Schicksalsschlag. Ihr habt beide kein Handy jetzt. Oh mein Gott! Ja, wo ist Eli? Akkus sowieso alle, Leute. Can't see anyone. Hello? I want my baggage to... Hello, do you hear me, maybe? Yes, I want... Ah, oh, he is a man. Yes. Ich glaube, hier hat schon jemand davor geduscht. Hey! Stimmt, und er hat dann einfach da auf der Toilette, hat er sich sauber gemacht. Wie so ein Harzer. Junge, das ist so rassistisch, ich schwöre jedes Mal. Junge, bist du dumm? Du musst einfach deine Hand drunter halten. Knecht. Na gut. Freunde, ich schwöre, ihr wisst gar nicht, was der Typ für ein ADHS-Mensch ist, ne? Ich hab so viel gar nicht aufnehmen können. Der Typ hat einen richtigen Schaden. Ist 5 Uhr morgens. Digga, die Kameraführung. Ich will EC-Karte zahlen. Er sagt, funktioniert nicht. Ich sag, okay. Kann Cash zahlen, weil ich hab nicht gebucht mit Gebäck und das kostet 30 Euro. EC-Karte funktioniert nicht. Er sagt, no, it doesn't work. Ich gebe ihnen 50er Lachs in die Hand. Er sagt, die nehmen kein Bargeld. Die nehmen nur Kreditkarten. Nicht jeder hat eine Kreditkarte. Was machst du denn dann? Also Mykonos Flughafen, Rezension, Daumen nach unten. Dreimal dürft ihr raten, wer gerade getrunken hat. Was geht los, Freunde? Ja. 6 Uhr morgens in der Früh. Vor allem, so als ob es was voll Gutes wäre. Daumen nach unten. Ich glaube, das haben die reingemacht, weil das Wasser einfach nicht rein ist. Non-potable water. Ohne Sinn. Ich dachte so von wegen, lieber, also trinken, du darfst nicht trinken, aber ich habe nicht hinterfragt, warum ich es nicht trinken darf. Dreimal dürft ihr raten, wer gerade getrunken hat. Was geht los, Freunde? Ja, 6 Uhr morgens in der Früh. Kev, danke für den Zeit. Guck mal den Sonnenaufgang an. Ja. Leute, wir sind jetzt in Athen. Abstand bitte. Letzter Flug nach Berlin City. 8 Uhr morgens, wir haben durchgemacht. Aber ich bin topfit, Leute. Ich nicht. Mein Handy auch nicht. Ich bin nicht fit, Digga. Das war's vom Vlog. Boah, ich weiß noch, in den Sommer ging's, aber... Danach, der Winter war schon wieder harte Lockdown-Zeit. Ich bin gespannt, wie es geworden ist. Das war mein erstes Mal in Homo. Und wir werden jetzt gucken, was und wie wir was benutzen können. Das knacken. Euer Sinnfriede, euer Michael und euer Eli Gerda ist auch da. Tschüss, ich auch. Voll, guck mal, diese ganze... Hätte man einfach nur die Szene reingemacht im Vlog. Digga, wisst ihr, was wir da für Scheiße gelabert haben? Und wo ist die Entstehung von Elevate, Bro? Ist das auch nicht drin?
Digga, das durfte ich alles nicht reinschneiden. Ist das geisteskrank. In den Storys, da warst du sehen. Wieso nicht? Weil die da, die waren alle besoffen, Mann. Und die waren da noch Fußballprofis alle. Oder sind immer noch, aber jetzt ist er, also 3 Jahre her. Und zu der Zeitpunkt sollte ich das nicht hochladen. Guck mal hier, Digga, hättest du das einfach aufgenommen, was da in dieser Sequenz passiert ist, Bro, da wäre der Vlog 2-mal besser gewesen. Stimmt, ich glaube, bei mir hat der Hertha auch bestimmt was dagegen. Ich weiß, das ist so lange her, Digga, das ist 3 Jahre her. Ich weiß, dass Hertha bei mir auch immer sehr penibel war, aber bei mir ging das noch. Das hat ihn nicht so krass interessiert. Es ging so eher so um die Profis. Ne, Manfred? Tufka, danke für 5 Pro. Du solltest auch keinen Alkohol zeigen, weiß ich noch. Ach, durfte ich auch nicht, Melina? Here we go, Angela. Damals schon die Schere gehoben, heb die Schere. Wir waren eigentlich, Digga, wisst ihr, wie ich auf diese ganzen Vlogs kam? Wegen diesem Video hier, weil Jessic sich mit irgendeinem Leverkusen-Spieler hier angelegt hat. Ich dann darauf gekommen bin, dass Jessic sich einen Elfer einfach geschnappt hat und ich das cool fand. Und dann hat mich jemand im Chat gefragt, woher ich Jessic kannte. Und dann bin ich auf den Ibiza-Vlog gekommen und dann habe ich da ein bisschen rumgestöbert. Ist das geisteskrank. Schon wieder die absolut falsche Ausfahrt genommen, Chat. So, abgedriftet, komplett falsche Ausfahrt genommen. Everything has changed. Every day.